Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Elvira, Mistress of the Dark. Dieses Spiel basiert auf einem alten Horrorfilm von 1988 und unsere lassiv daliegende Dame aus dem Intro hat dort die Hauptrolle gespielt. Und sie war so furchtbar nicht gut, dass man ihr fast die goldene Himbeere verliehen hätte. Ich hoffe mal, dass sie sich besser eignet, um als Hauptfigur in einem Spiel eine Rolle zu spielen. So, das Spiel kam 1990 raus von Accolade. Und ja, es ist ein Horrorspiel, so ein bisschen Mix aus Point-and-Click-Adventure. Deswegen haben wir hier diese Leiste. Und aus Rollenspiel. Deswegen haben wir auch sowas wie Stärke, Resilience, Dexterity, Skill, Lebenspunkte und Erfahrungspunkte. Wobei Erfahrungspunkte in dem Fall nur der Prozentsatz sind, den man im Spiel schon abgeschlossen hat. So, aber jetzt schauen wir uns zuerst mal die Vorgeschichte zu dem Spiel dann überhaupt mal an. Also wir befinden uns in Nordengland vor einem fiktiven Schloss namens Castle Kilbregant. Und hier hat die Ururgroßmutter von Elvira gelebt. Die ist jetzt schon seit 100 Jahren tot. Aber die Gute hieß Imelda. Imelda war verheiratet mit Sir Elric, einem reichen Geschäftsmann. Der war aber über mehrere Jahre dann auf Geschäftsreise. Ja gut, dann wurde es der guten Imelda dann noch ein bisschen langweilig. Und da hat sie sich einen bösen, heißen Zauberer angelacht, den Lord Beremont. Mit dem konnte sie dann allerlei Perversitäten in einem Spielzimmer ausleben. Ja, und es ging auch um Nekromantie. Und das Ganze hat in den Katakomben des Schlosses stattgefunden. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Aber der gute Beremont wurde dann von einem Pfeil auf der Jagd erlegt. Tja, und irgendwann kam auch der Ehemann wieder zurück. Und da hat die liebe Imelda ein Problem gehabt. Und dann möchte ich jetzt ein Zitat aus dem Handbuch bringen. Sie brachte ihn in exponierte Stellung und besorgte den Rest mit dem alten Familienschwert. Und 9 Monate später kam dann das Kind, auch Elrics Rache genannt, auf die Welt. Ja, das stand wirklich so im Handbuch. Ja, aber Imelda ist dann auch viele Jahre später dann verstorben. Und nachdem dann auch Elviras Onkel verstorben war, hat Elvira dieses wunderhübsche Anwesen dann geerbt. Und da es sich als Gruselpension dann noch anbieten würde, hat sie dann auch eine Gruselpension eröffnet. Und hat aber dann mit den ersten Gästen dann festgestellt, dass die alle nicht wirklich leben. Und auch gar nicht zahlen. Das war eigentlich das Schlimmste an der Sache und haben sie auch in ihrem eigenen Schloss so ein bisschen bedroht. Und da hat sie dann in der Hexenbesenpost dann Inserat von der Ghostbuster-Firma gefunden. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Wir sollen heute einen Kostenvoranschlag für die Säuberung des Schlosses machen. Also die Säuberung von diversen nicht mehr ganz lebendigen Gästen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Elvira davon ausgeht, dass wir ihr Problem schon lösen werden. Da gab es offensichtlich Kommunikationsprobleme. Sei es drum. Also wir spielen ein Horrorspiel. Und warum spielt so ein alter Angsthase wie ich ein Horrorspiel? Tja, das habt ihr den 100 Leuten zu verdanken, die sich gewagt haben, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich habe mir ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere mal vorgenommen, dass ich, wenn ich die ersten 100 Abonnenten habe, dann werde ich es wagen, ein Horrorspiel zu spielen. Ja, und an dem Punkt sind wir jetzt angelangt. Vielen lieben Dank an alle, die den Knopf gedrückt haben, der abonnieren heißt. Und wir stehen das jetzt ganz gemeinsam durch und werden uns jetzt in dieses Horrorschloss hineinwagen. Ja, all visitors report to Garhaus. Okay, ne, Gatehouse. Okay, wir melden uns am Torhaus mal an. Also, rein da. Ja, das ist gruselig, wir gehen rein da. So, die Musik macht's nicht besser. Das Tor ist oben, noch können wir uns anders überlegen. Aber nein, wir ziehen das jetzt durch. Rein da.
Plötzlich packt dich jemand unsanft von hinten an der Schulter und marschiert direkt in das Büro des Wachkapitäns. Wer bist du? Schnappt er. Bevor du antworten kannst, fährt er fort. Denkst du, dass eine kleine schleimige Kröte wie du sie retten kann? Wachen, schreit er, bringt diesen Schwächling in das Verlies und durchsucht ihn. Soll er damit den anderen Ratten vermodern? Das überlebst du nicht lange. Eins von Imeldas Haustieren wird dich als Nachtisch verspeisen. Bringt ihn weg. Ein finsteres, feuchtes, erdrückendes Verlies. Und wir sehen verdammt jung aus. Aber wir sind wohl nur der Praktikant. Echt toll. Ich habe dich engagiert, um mich zu retten. Und was passiert? Spatzenden kriegt Probleme und ich muss ihn retten. Komm mit, Schrumpfkopf. Netter Anfang, Bastard. Was meinst du, was du hier tun sollst? Sei froh, dass er dir keinen Knoten in dein Ding gemacht hat. Ich schlage vor, dass du das machst. Ich bin am Ende, du musst die Kiste finden und öffnen und Imelda mit dem Inhalt zerstören. Hör zu, ich habe ein paar Sprüche für dich vorbereitet und du kannst dir dieses kleine Messer pumpen. Hier sind sie. Ich kann nichts weiter tun, bis du mein Zauberbuch gefunden hast. Ein merkwürdiger Typ in einem Sackgewand hat es mir abgeknöpft. Fang am besten im Schlosshof an, da ist es sicherer. Jetzt tausch schon ab und tu das, wofür du bezahlt wirst. Falls du das Buch findest, ich bin in der Küche, hoffentlich. Warum gebe ich mich eigentlich immer mit Schwachköpfen ab? So, ja, sorry, ich muss den Text so runterrattern, denn das Spiel schaltet da den Text fröhlich durch und ja, da muss man ein bisschen draufhalten. So, Imelda hat uns jetzt quasi rausgeworfen. Sie ist keine nette Person. Und so, das ist jetzt mein zweiter Versuch, dieses Spiel aufzunehmen. Und es ist nicht an der Technik gescheitert, sondern es ist daran gescheitert, dass das Spiel die Kämpfe sehr unfair sind und hier dieses Zeugs da, das ist ein Holzherz in Algensoße, ist für lange Zeit unser einziges Heilmittel, was wir haben und es reicht nur nicht mehr, um das Leben wieder ganz voll zu kriegen. Und man macht einige Kämpfe. Und deswegen müssen wir leider so ein bisschen mit viel Speichern arbeiten. Ihr wisst, das gefällt mir persönlich nicht so wirklich. Aber wenn man das Spiel spielen möchte, muss man, glaube ich, so agieren. Also ich habe auch ein bisschen im Internet recherchiert, ob ich da irgendwas falsch mache, aber scheinbar nicht so wirklich. Aber ich erkläre euch nochmal, was das Problem ist. So, jetzt schauen wir zuerst mal in unseren Rucksack rein. Wir sind wahnsinnig gut vorbereitet, denn der Rucksack ist nämlich leer. Wir sind sehr professionell unterwegs. Und ansonsten haben wir noch dornige Splitter. Das waren was mit einem Feuerdolch, wären wir dann ausgerüstet. Das hatte ich bei meinem ersten Versuch noch nicht ausprobiert. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal trinken. Dann haben wir einen... Ach so, wenn... Ja gut, ist ja logisch, wenn man was trinkt, kommt irgendwie magisch ein Zettel, mit dem man dann einen Feuerdolch zaubern kann. Ja, ist logisch. Und wir haben auch hier noch was, das hieß, glaube ich, genau, das hieß, na, Fingerlicht. Und damit können wir Blitz- und Donnersprüche zaubern. Dann werden wir das auch mal konsumieren und kriegen auch einen Zettel. Sehr schön. Nee, das war der Feuerdolch. Fingerlicht. Also das hatte ich mal im ersten Versuch noch nicht ausprobiert. Aber ich würde mal gerne, also den Dolch habe ich uns jetzt angezogen. Und wir werden mal den Feuerdolch verwenden. Ach so, das ist einfach nur so ein Puff. Gut, das haben wir dann jetzt ein bisschen verschwendet. Aber egal, wir schaffen das trotzdem.
So, Kämpfe zeige ich euch gleich. Und aber zuerst, ja, unsere Herrin Elvira hat uns ja eigentlich in den Garten geschickt. Aber ich möchte zuerst mal mit euch nochmal ins Schloss reingehen. Beziehungsweise, nein, wir gehen zuerst mal noch zum Shop. Hier gibt es so ein bisschen Andenken. Und wir möchten uns da ein paar Andenken mitnehmen. Und zwar hätten wir einmal die große Axt, klang verführerisch gegenüber einem Dolch. Aber dann hat man irgendwie nur einen Skill von 10 und man muss eigentlich die Waffen auch leveln. Also dann steigt der Skill. Aber ich habe mit der Axt keine Wache tot bekommen. Mit dem Dolch sehr wohl. Deswegen lassen wir die Axt mal da. Wir haben 2 Schilde und wir nehmen natürlich den normalen Schild mit. Und ansonsten kann man hier, glaube ich, nichts mitnehmen. Nee, es gibt noch eine Registrierkasse. Es gibt ein fantastisches Bild von Schloss Elvira. Und das finde ich ein nettes Feature. Wir haben jetzt 3 Dinge angeklickt, die man mitnehmen kann. Und wenn man dann auf Ruhm klickt, kann man die auch kurz mal betrachten. Also wir haben einmal den kleinen Schild. Ich würde aber gerne den normalen Schild in unser Inventar packen. Und dort auch gleich anlegen. So, dann haben wir hier auch Resilience, also Abhärtung von 20. So, damit fühlen wir uns schon mal viel gerüsteter. Und gehen nochmal zurück ins Schloss und legen uns noch ein bisschen bessere Ausrüstung zu. So, ja, die Orientierung in diesem Schloss ist, auch wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, nicht wirklich gut. Also das mit dem Drehen hin und her und so, man bewegt sich irgendwie nicht so, wie man das erwartet. Aber wir schauen uns erstmal im Schloss um. So, wir sind in der Bibliothek und wir sollen ein Zauberbuch finden. Ein wahrer Wissensschatz, aber du hast jetzt wirklich keine Zeit, Bücher zu lesen. Aber hier gibt es so ein Buch, das direkt ins Auge fällt. Und das ist ein Zauberbuch. Das werden wir natürlich auch direkt einstecken. So, sonst gibt es, glaube ich, mal in der Bibliothek nichts zu sehen. Aber ich weiß auch nicht, ob mir beim ersten Mal, also bei meinem ersten Versuch, das Spiel zu spielen, wirklich alles aufgefallen ist. Das weiß ich halt dann auch nicht. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Da ist es auch noch friedlich und man könnte sich fast wohlfühlen. Nochmal alles abklicken, weil eine stürmische Seeansicht war. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich alles gefunden habe. Ein Kronleuchter, Albtraum jeder Putzfrau. Möchte ich auch nicht in meiner Wohnung haben, allein schon, weil sauber machen wäre die Hölle und es wird auch nicht zu meiner Einrichtung passen. So, Monstera, das ist eins unserer Reagenzien. Es gibt, glaube ich, so 40, 50 verschiedene Reagenzien, die man im Spiel finden kann. So, wir haben eine Tischlampe, wir haben ein Tagebuch. In Spielen darf man fremder Leute Tagebuch lesen. In der Realität sollte man das natürlich nicht tun. So, wir schauen rein. So, das ist uninteressant, außer für eine Erinnerung an einen fehlenden Ring. Darauf konnte ich mir bisher noch keinen Reim machen. So furchtbar weit war ich auch noch nicht. So eine kleine Fotografie, mit der wir nichts tun können. Ein großes, bequemes Sofa mit kunstvoll gepolsterter Lehne. Ein Kissen. Verbirgt sich. Ich glaube, das Kissen konnte man, glaube ich, mitnehmen. Aber da war nichts dahinter. Ja, jetzt haben wir hier auch das Zeug wieder, das wir angeklickt hatten. Aber das Kissen möchte ich dann doch hier lassen. Hallo? Kannst du das Kissen wieder? Genau. Dann scheint das auch wieder hier schön auf dem Sofa. Wir haben eine Topfpflanze. Wir haben einen Pfahl. Ja, das ist nicht unbedingt die richtige Benennung für so ein bisschen Feuerholz. Aber wenn man das Ganze einsammelt, sieht man dann auch, warum es Pfahl heißt. Weil es nämlich halt auch so aussieht. Da wir einige Untote hier vernichten sollen, könnte man da eventuell schon auf diverse Gedanken kommen, was man mit so einem Pfahl tun könnte, wenn es gruselig wird. So, nach oben gehen wir zuerst mal noch nicht. Ich
Schauen wir uns erstmal noch hier rein. Bisher immer noch kein Kampf. Ach doch, jetzt kommt der erste Kampf. Ich hätte vorher speichern sollen. Kann ich noch? Nein, ich kann nicht mehr speichern. Okay, also wir... Schwein gehabt. Wir speichern jetzt erstmal ab. Denn was ich jetzt schnell geklickt habe, also es gibt halt zwei Angriffsoptionen. Das waren diese Buttons, auf denen ich wild rumgeklickt habe. Und wenn der Gegner pariert, kann man dann sich verteidigen mit Blocken oder Parieren. Und theoretisch soll man eigentlich dann Blocken drücken, wenn der Gegner links zuschlägt und parieren, wenn er rechts zuschlägt. Aber das geht so schnell, dass zumindest meine Reaktion nicht ausreicht. Aber das werden wir noch ausgiebig beurteilen können. So, hier haben wir noch ein Gemälde, das man sogar mitnehmen könnte. Aber man kann in dem Spiel furchtbar viel mitnehmen, aber man hat auch eine maximale Tragekapazität. Und das spielt hier eine Rolle. So, haben wir hier eine wunderbare Rüstung. Die kann man auch mitnehmen. Und dann hat man hier, ich glaube, eine Abhärtung von 60, 70 oder so. Also viel mehr, als wir jetzt haben. Aber die Stärke geht halt dann mit jedem Schritt runter. Und ich habe nicht rausgefunden, wie ich die Stärke wieder aufladen kann. Also deswegen lassen wir die Rüstung zuerst mal Rüstung sein. Und schauen uns nach geeigneteren Waffen um. Also wir haben hier ein Langschwert, das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben einen kleinen Schild und wir haben einen großen Schild. Den möchte ich auch mitnehmen. Wir haben eine Armbrust, die wir einpacken. Und wir haben rostige, nutzlose Waffen. Und einen Wappenschild, an den wir nicht rankommen. Ansonsten haben wir noch weitere alte, rostige, nutzlose Waffen. Wir haben eine Pistole, die kann man mitnehmen. Eine zweischneidige Axt. Aber wie gesagt, Äxte sind in dem Spiel irgendwie nicht so das Wahre. So, wir haben eine alte Urne. Wahrscheinlich enthält sie die Asche eines toten Soldaten. Die lassen wir mal da stehen. Es sei denn, wir brauchen die irgendwann mal. Wie gesagt, diese Pistole, man kann sie nicht mitnehmen. Steinschloss-Duellpistole. Ja, aber ich kann sie halt nicht anlegen. Von daher können wir sie wieder hier lassen. Dann ziehen wir jetzt den neuen Schild an. Wir ziehen das neue Schwert an. Haben direkt schon einen Skill von 30. Das ist gigantisch. Und ansonsten würde ich dann gerne den alten Schild hier lassen. Und den Dolch können wir auch hier lassen und ein bisschen Gewicht sparen. So, und man kann hier in den Räumen Dinge hinterlegen und kann immer wieder über dieses sogenannte Rauminventar dann später auf die Dinge dann zugreifen. Ja, und hier ist auch diese tolle Rüstung. Aber wie gesagt, es macht keinen Sinn, die mitzunehmen. Und ich habe den Sinn nicht verstanden. Das kann halt natürlich auch sein. So, und dann schauen wir uns weiter hier um. Wir gehen zuerst mal nach unten. Da gibt es hier so einen schönen Down-Pfeil. Und sagen unserer Herrin guten Tag. Hallo, Herrin. Und bei ihr kann man Tränke mixen. Also Zauberei findet hier halt aufgrund von Tränken statt. Also das Zeug, was wir am Anfang gegessen hatten, das kann man sich auch von ihr mixen lassen, wenn man die geeigneten Zutaten hat. Also hier gibt es natürlich dann, was so eine Küche gehört, Gewürze, eine Pfeffermühle, Bratpfanne, Kochtopf und Essteller und so weiter. Aber unsere Herrin wird für uns kochen. Ein Löffel, sie hat einen Mörser, um Dinge zu zerkleinern. Sie hat natürlich einen Kochtopf, wir haben Ofenhandschuhe, wir haben brennende Kohle. Keine Ahnung, ob wir die jemals brauchen werden. Wir haben einen Holzstuhl, wir haben ein altmodisches Porzellanwaschbecken. Aber dem Ganzen konnte ich noch keinen Sinn abgewinnen. So, hier haben wir noch einen interessanten Teil. Aus dem Weg, Stinkfuß, lass mich das machen. Da ist sie plötzlich wieder, unsere Herrin. Und sie macht wunderliche Dinge. Also das ist wohl ein Essensfahrstuhl. Hier gibt es einen Geheimgang. So,
Und wir gehen da mal rein. Du passt. Da passt du nicht rein, Fettsack. Ich werde gehen. Also ganz ehrlich, ich würde mit dem Ausschnitt und einem Kleidchen würde ich das nicht tun. Aber ja, sie gibt dann auch schöne Einblicke. Es ist stockfinster hier drin. Ich kann absolut nichts sehen. Ja, und zu dem Nichtsehen, da gibt es auch einen Zauberspruch, beziehungsweise was man sich kochen kann. Und zwar, ich muss das erstmal im Kochbuch wieder finden. Also es gibt da wirklich Kochrezepte. Natürlich auch mit dem Hinweis, dass man das nicht zu Hause ausprobieren sollte. Und wo ist jetzt der Lichtzauberspruch? Achso, da, hier. Wenn man kein natürliches Licht hat, muss man, wo ist die Seite 4? Muss man glühender Stolz sich brauen und dafür braucht man Distel, Löwenzahn und Flammenblume. Und dann gibt es wirklich ein detailliertes Rezept, wie man das zubereiten muss. Ich hoffe nicht, dass wir da wirklich das zubereiten müssen. Es gibt auch Mengenangaben. Also ich kann euch mal exemplarisch den glühenden Stolz vorlesen. Entferne die Blütenblätter von der Flammenblume und presse ihr Öl aus. Schneide den Stängel des Löwenzahns an und lass die milchige Flüssigkeit darin heraustropfen. Mische die Flüssigkeit mit dem zuvor ausgepressten Blütenöl gut durch. Zieh die Härchen von der Distel ab und gib sie zu dem Ölgemisch, sodass sie die Flüssigkeit aufsaugen. Forme eine Kugel. Mit einiger Übung kann man den Ölgewinn aus den Pflanzen erhöhen. All dies dauert ca. 15 Minuten. Bewahre die vollgesogenen Blumenhaare im Dunkeln auf. Sodass die Kugel aus Blumenhaar wieder ans Licht kommt, beginnt sie zu glühen. Die Zeit, wie lange die Kugel glüht, ist direkt davon abhängig, wie viel Übung man hat. Mit doppelt so viel Übung beim zweiten Versuch wird die Kugel auch doppelt so lange glühen. Dieses Zauberrezept ist vor allem dann von Nutzen, wenn man unerwartet in dunkle Gefilde gerät, wo kein natürliches Licht scheint. So, ich werde euch nicht jedes dieser Rezepte vorlesen. Aber ja, es ist sehr ausführlich und ich hoffe, dass wir nichts davon wirklich tun müssen. Aber wir werden sehen. So weit war ich noch nicht. Denn man verliert irgendwann auch Zugriff auf die Küche und da war für mich die erste Aufnahme vorbei. Denn da waren die Heilmittel aufgebraucht und das Leben war fast auf Null. Und man muss sich irgendwann die Küche auch zurückerobern. Und das hatte ich dann nicht mehr geschafft. Weil normalerweise meine Taktik ja in meinen Let's Plays ist, ich nehme das, was in dem Spiel passiert, auch hin. Also wenn ich irgendwo Scheiße baue und man kann irgendwo weiterspielen, werde ich weiterspielen. Aber das geht in diesem Spiel nicht, leider nicht. So, wir schauen uns weiter um. Wir haben Wein. Wir haben ein leckeres Stückchen Fleisch. Wir haben 3 Dosen. Wir haben Honigglas. Honig werden wir auf jeden Fall noch verwenden. Das ist eins der Reagenzien. Aber wir lassen das hier mal stehen. Wir haben ein Glas voller Kekse. Wir haben einen Korb voller Brötchen. Wir haben eine Flasche, einen Schokoladenriegel. Oh, ich habe jetzt Lust auf Schokolade. Aber nein, wir sind tapfer. Wir haben ein Paket Zucker, Mehltüten und noch einen Sack. Was auch immer in diesem Sack drin ist. So, aber genug von der Küche. Wir gehen nochmal nach oben. So, und wenn wir nach oben gegangen sind, wir haben uns jetzt bewaffnet. Meine fiktiven Erinnerungen aus der ersten Aufnahme sagen mir, dass wir jetzt zuerst mal noch nach oben gehen und dort noch ein bisschen was einpacken. Und meine Erinnerungen sagen mir auch, dass wir hier zuerst mal nicht reingehen. Obwohl, doch, wir gehen rein. Ich werde euch keinen der Tode vorenthalten. Keinen. So, hier ist zuerst mal so ein Typ im Sackgewand. Und ich habe schon wieder das Speichern vergessen. Ja, jetzt ist halt... Ja, jetzt habe ich pariert durch Glück. Aber ihr habt ja gesehen, er schlägt zack da und da hätte ich eigentlich kurz vorher blocken drücken müssen. Und ja,
Ich habe nur normale Reflexe. Und keine übermenschlichen. So, wir haben gespeichert und gehen hier rein. Oh, das ist nicht das Zimmer, von dem ich dachte, dass es ist. Dann können wir uns hier in Ruhe umsehen. So, dieser Schrank ist verschlossen. Ein sehr gewöhnlich aussehendes Gemälde und ein großes altmodisches Bett mit 4 Pfosten. Und ja, ich hatte in diesem Raum bei meinem ersten Versuch nichts gefunden. Und ich glaube, ich habe auch nie geschafft, den Schrank hier zu öffnen. Aber wir klicken immer mal wieder alles fleißig durch. Und ich wollte jetzt eigentlich nochmal zur Treppe zurück und in den gegenüberliegenden Raum rein. Aber wie gesagt, hier irgendwie was zu finden in dem Spiel ist ein echtes Abenteuer. So, ich versuche jetzt einfach mal wieder die Treppe runterzugehen. Jetzt habe ich mich umgedreht. Und hier, da ist die Treppe. Wir gehen nach unten und gehen dann direkt wieder nach oben. Denn dann kann ich euch hier was Lustiges zeigen. So, wir gehen da mal rein. Da liegt eine Dame im Bett. Eine hübsche Dame. Sie schlägt die Augen auf, sie erwacht. Und wir sind tot. Ja, es gibt viele Arten in dem Spiel, ja, wie man sterben kann. Ja, wir wollen nochmal spielen. Also da ist das Spiel auch teilweise ein bisschen buggy. Also eigentlich hätte man jetzt hier neu laden müssen. Und teilweise, ja, jetzt kommt die Szene halt wieder. Teilweise ist es dann auch so, also mir ist es schon passiert, dass sie dann als Häufchen Asche da lag. Und ich aber im Grunde nichts getan hatte. Also das interpretiere ich dann einfach mal als Bug. Und eigentlich würde ich jetzt gerne neu laden. So, wir haben neu geladen. Und eigentlich wollte ich aber was anderes hier oben finden. Wir schauen mal, dass wir das noch finden. So, wir klicken einfach mal hier rein. Da kommt nochmal so jemand im Sackgewand. Soll vielleicht ein Mönch sein. Und wow, habe ich diesmal ein Glück? Oh. Die Bauarbeiter sind offensichtlich nicht bis hierher gekommen und sind wahrscheinlich vorher eines unnatürlichen Todes gestorben, was man sich in diesem Schloss gut vorstellen könnte. So. Oh, wir müssen jetzt in die Pause, dann suchen wir in der nächsten Pause das, was wir jetzt eigentlich noch haben möchten. Also, dann frohen Mutes, bis gleich.